Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Mercedes. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis es ein 190er in eine unserer Folgen schafft. Heute ist es soweit, aber es ist ein ganz, ganz besonderer 190er. Ein Sondermodell, was ich so noch nie live gesehen habe, von dem es nur sehr wenige gibt. Ein sehr cooles Auto, aber eine noch coolere Besitzerin. Das sind Lea und ihr Baby Benz. Herzlich willkommen! Hi! Wie cool ist dieses Auto bitte? Ja, sehr cool natürlich. Was ist das für ein Sondermodell? Das war damals die Bewerbung für die Olympischen Spiele in Berlin 2000. Und da hat Mercedes mit AMG 180 Stück produziert. 180 Stück? Genau. Da müssen wir mal ganz kurz reinspringen, weil vom 190er gab es, glaube ich, mehr als 1,8 Millionen. Genau. 1,8 Millionen. Komm, wir gehen mal nach vorne, wir gucken mal. Ich sehe jetzt schon, die Zeit wird gar nicht ausreichen. Es gibt so viel zu entdecken an diesem Fahrzeug. Ich glaube, es gab sie in drei verschiedenen Varianten. Genau, also als 1.8, 2.3 und als 2.6 oder 3.2 AMG quasi. Der größere dann. Welchen hast du? 2.3 mit 136 PS. Alle in diesem Brillant-Silber-Metallic, 744 lackiert. Mhm. Haben alle das AMG-Optikpaket, die gleichen Felgen, innen die gleichen Karositze. Also ich habe AMG oder originale AMG-Dämpfer drin, sind auch 220 mm tiefer wie die normale oder wie die normalen 190er. Das ist ja schon ein bisschen DTM-Feeling. Auf alle Fälle, oder? Auf alle Fälle. Also der liegt auf alle Fälle gut auf der Straße. Also sonst halt optisch schon sehr nah dran am DTM-Fahrzeug. Ja. Natürlich jetzt hier die Straßenversion, nur Ducktail hinten fällt. Genau, der fällt in dem Fall, ist aber tatsächlich auch so von die Leute kommuniziert worden, dass das damals eben nicht gegeben hat. Mhm. Quasi nur Front. Spoiler, Seitenschweller und das Heck hinten. Und das war quasi das AMG-Optikpaket beim Berlin 2000. Jetzt muss man sich erstmal fragen, warum macht Mercedes sowas? Ne? Die waren damals extrem erfolgreich bei der DTM und alle wollten, dass die Olympischen Spiele nach Berlin kommen. Also hat man sich gedacht bei AMG, ja gut, dann machen wir doch mal eine sehr, sehr große Beklebung drauf, holen noch ein paar Prominente dazu und lassen Keke Rosberg und Alain Lohr damit fahren. Dass wir es nicht gekriegt haben nach Berlin, dafür können wir nichts. Wir können aber nach wie vor dieses Auto bewundern. Komm, wir gucken mal so ein bisschen nach Unterschriften. Wen kennen wir denn hier? Oh, mein Everytime-Hero, Michael Schumacher. Die haben damals alle unterschrieben, beziehungsweise auf dem Original unterschrieben, ne? Genau. Und dann haben sie es hier nachgeklebt. Genau, also es gibt ein originales Auto, da wo alle wirklich per Hand unterschrieben haben. Gerhard Berger, Lothar Matthäus sehe ich hier. Hier drüben Jürgen Klinsmann, Sepp Maier, Andi Brehme. Peter Maffay. Peter Maffay, Wahnsinn, Stefan Effenberg. Und dann halt Keke Rosberg, den wir alle kennen, Formel-1-Weltmeister und Vater von Nico, aber auch zusammen mit Alain Lohr. Und Alain Lohr muss man an der Stelle erwähnen, liebe Grüße im Übrigen, durfte ich schon oft treffen, die erste und einzige Frau, die in der DTM gewonnen hat. Ja. Bis heute. Das muss man mal erwähnen. Und vor allem auf dem 190er. Mhm. Sind die damit alle gefahren. Jetzt aber sei es drum. Wie kommst du zu dem? Also ich bin tatsächlich immer eigentlich eine gewesen, die wo sehr viele 190er sie gekauft hat. Ich habe quasi immer saisonmäßig mir die Autos gekauft, habe es dann vor dem Winter wieder verkauft. Okay. Und es war tatsächlich eigentlich eher spontan, weil ich habe dann im August, September, habe ich gesagt, ja, jetzt möchte, also letzten Jahr 2023, ich möchte wieder einen 190er haben. Und dann ist der quasi eben drin gestanden. Dann habe ich da angerufen, das war ein ganz alter Herr. Ja, ich kann, wenn ich Lust habe, das Auto morgen abholen. Morgen direkt? Genau, und dann habe ich mir halt gedacht, sehr spontan, aber auf sowas stehe ich. Und dann bin ich am nächsten Tag dann knappe 600 Kilometer mit dem Zug Richtung Duisburg gefahren und habe den quasi dann abgeholt. Wahnsinn. Und war er in dem Zustand? Tatsächlicherweise nicht. Also man muss sich vorstellen, dass der seit 1997 abgemeldet war. Okay. Der ist in der Garage bei dem gestanden als Sammlung und ist gelegentlich mit den roten Nummern bewegt worden. Mhm. Der war nicht silber, der war eher grau, braun, der war alles die Felgen waren eigentlich schwarz. Okay. Und ich war eigentlich schon kurz davor, dass ich das Auto gar nicht mitnehme, weil der hat eigentlich einen sehr ungepflegten Eindruck gemacht. Ja. Dann habe ich mir gedacht, gut, allein schon das AMG-Optikpaket ist viel wert und man findet natürlich wenig mit dem und deswegen habe ich dann letzten Endes gesagt, gut, dann nehme ich ihn mit und habe ihm quasi das Gold dann gegeben und dann bin ich heimgefahren. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, wusstest du oder der Mann zu dem Zeitpunkt, um was es sich hier handelt? Also war der
so offensichtlich dann nicht beklebt, oder was? Nein, also der war quasi ganz normal im Silber. Der hat ausgeschaut wie ein normaler 190er. Also ausgeliefert wurden sie alle beklebt. Ja. Das Problem an der Sache war dann tatsächlich, dass die Olympia in Berlin ja nicht stattgefunden hat. Und dann natürlich alle Aufkleber von den Autos entfernt worden sind, okay, weil natürlich die Domes 1992 keiner so gekauft hat. Keiner wollte mehr das, was nicht mehr stattfindet, genau, sozusagen. Genau, es wollte ja keiner mit einem kitschigen Auto rumfahren. Und deswegen sind natürlich alle dann als normaler silberner 190er verkauft oder in den Verkauf dann gegangen. Und das, so habe ich natürlich auch gekauft. Ja. Und ja, es ist dann, bin natürlich in Instagram ein bisschen aktiver und habe das natürlich dann auch gleich präsentiert, was ich da für ein schönes Auto. Benz Baby W201. Genau, was ich da für Auto gekauft habe. Und dann ist eigentlich relativ schnell von der Community mit mir kommuniziert worden: Du, Lea, pass auf, die Farbe, die Innenausstattung, das passt eigentlich alles zusammen. Bitte kontrollier mal, weil sie vermuten, dass es sich bei mir um ein Sondermodell handelt. Und Quatsch. Dann bin ich innerlich schon da gestanden und habe mir gedacht, oh mein Gott. Oh was habe ich da gekauft? Zum Glück habe ich dieses eingestaubte Fahrzeug mitgenommen. Genau. Nein, wie cool. Also die haben dich darauf hingewiesen und gesagt, check das mal. Dann hast du es gecheckt, Fahrgestellnummer wahrscheinlich? Genau, Fahrgestellnummer. Und dann haben die gesagt, wenn der Sondercode 058 drinsteht, ist es sicher und ist safe. Und das war dann natürlich so. Es haben natürlich am Anfang auch viel gesagt, ich soll die Beklebung nicht machen, weil sie finden sie dann so nie umeinander fahren und sie finden das uncool. Aber ganz ehrlich, ich finde das mega cool. Ich weiß nicht, was man da nicht cool finden kann. Okay, was ist denn da los? Also, das ist ja Gänsehaut. Du kaufst einen 190er, denkst dir, gut, komm, der passt, vielleicht verkaufe ich ihn mal wieder. Stellst dann fest, ein absolutes Raritätsstück. 180 Mal nur gebaut. Und dann bringst du, und das finde ich sehr, sehr cool von dir, weil du hast ihn eigentlich in den Originalzustand zurückgebracht. Genau. Du hast die Aufkleber quasi wieder draufgebracht. Das ist dir mehr als gelungen. Du hast das selbst beklebt. Bei dem Teddy, muss man auch sagen, das sind so richtige Kindheitserinnerungen. Ne? Jeder kennt, glaube ich, dieses Logo, dieses Symbol. Ich vor allem als Berliner weiß noch ganz genau diese Bewerbung. Sei es drum, ob es geklappt hat oder nicht. Wir haben hier ein super cooles Auto. Und ein Auto, was ich so noch nie live gesehen habe. Ich wusste, es gibt diese Edition. Ich war mir aber nie sicher. Also gibt es die wirklich? Fällt die noch irgendwo rum? Ja, das ist wirklich cool. Also das hat mich damals auch wirklich, also innerlich, ich glaube, ich bin zwei Tage grinsend umeinander gelaufen und ich habe es echt nicht glauben können. Aber es war tatsächlich auch relativ schwierig, dass man das Ganze irgendwie rekonstruiert und rausfindet, weil es natürlich zu diesem Sondermodell überhaupt gar keine Dokumentationen gibt. Mhm. Aber ich habe es trotzdem geschafft und jetzt steht er da. Geil. Sag mal, das Ding sieht ja aus wie neu. Hast du den nicht wirklich gerade aus der Niederlassung geholt? Nein, tatsächlich nicht. Sag mal, was sind denn das hier? Die Sitze sind ja, da saß doch noch niemand drauf, oder was? Aber Innenraum auch, der ist ja komplett, das sieht ja aus wie neu alles. Aber du pflegst den auch extrem, oder? Ja, also ich putze den, also ich habe den, so zwei, drei Stunden putzen, wenn ich ihn putze. Also so einen Innenraum sieht man selten. Das ist ja krass. Das ist ja wirklich krass. Nein, zieht euch mal bitte das rein. Die Lea hat auch noch ein bisschen Merchandise von Berlin 2000 dabei, die originalen Teddybären. Wir sehen gleich, es sind nicht nur zwei, es ist die gesamte Rückbank ist quasi voll bei dir. Und es geht hier hinten weiter. Aha, 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 okay, stopp, es gibt zu viel zu entdecken. Wir gucken gleich nach innen weiter rein. Ich habe was anderes entdeckt. Schaut mal hier. Das ist doch das Originalprospekt, oder genau, nicht? Genau. Für Jäger und Sammler, das, was du jetzt bist. Das, wo ich bin, ja, eigentlich, genau. Also das ist eigentlich auch das Heftel, wo eigentlich alles drinsteht, weil mehr gibt's zu dem. Das ist alles. Leider nicht. Drei Seiten über ein Sondermodell, was es nur 180 Mal gibt und so super selten ist. Genau. Und die fahren jetzt hier immer mit, ja? Ja, weil ich brauche quasi einen Beifahrer. Weißt du, ich fahre meistens immer allein oder bin allein unterwegs und dann habe ich wenigstens... Wenn es okay ist, würde ich mich heute als Beifahrer anbieten. Ja, dann müssen wir die Teddys fragen. Ja? Ja. Frag mal bitte, frag mal, dürfen wir? Ja, ich glaube, dass es in Ordnung ist. Auf geht's. So Lea, let's go. Wir sind in deinem 190er. Aber sag mal selbst, hast du viel machen müssen am Auto? Also ich habe tatsächlich, weil der immer nicht gescheit warm geworden ist, aber wenn ich mal längere Strecken gefahren bin oder wirklich auf der Autobahn mal Gas gegeben habe, der hat es eigentlich nie über 80 Grad geschafft. Und dann habe ich tatsächlich das ganze Kühlsystem neu gemacht, die Pumpe erneuert, habe ich tatsächlich auch selber gemacht, also ich schraube selber an die Autos. Geil. Genau. Jetzt können wir endlich mal mit diesem Klischee aufräumen, dass nicht nur Männer an den Autos schrauben, sondern auch junge Frauen. Ja, ich finde es cool und
es sollen auch ruhig mehr machen. Also das ist eigentlich das Schönste an dem Ganzen, dass wenn du mit dem Auto irgendwo unterwegs bist oder irgendwo auf Treffen und da, ja, einfach die Leute, die ansprechen, das total cool finden, durch das einfach viele Gespräche zustande kommen, viele neue Kontakte geknüpft werden und auch vielleicht dann die Leidenschaft von mir durch das an andere weitergeben wird. Und das macht mir Spaß. Cool. Kauft euch alle ein 190er, fahrt auf Treffen. Das macht richtig viel Spaß. Bei euch in der Familie herrscht gar nicht so eine Autofanatheit, oder? Also ich bin tatsächlich die Einzige, die wo den Autoschatten, sage jetzt ich immer, oder Autospleen hat. Ja. Es hat auch ab und zu Diskussionen gegeben, vor allem wo ich dann einfach mein drittes Auto gekauft habe. Aber meine Philosophie war immer, drei Zacken am Stern, also brauche ich auch drei Autos. Das ist ja cool. Das heißt, du hast, was hast du denn noch? Ich habe noch einen 2,11er Kombi. Ja. Und ein 124er an Kombi. Also ich habe nur zwei Kombis, ist aha, vielleicht auch ein bisschen... Die Frau steht auf der Modelle, auf Platz. Ja, auf Platz, genau. Auto. 211er, was hast du da konkret für ein Baujahr? 2006er Baujahr. Mhm. Hat tatsächlich knapp eine halbe Million Kilometer jetzt drauf. Ach Quatsch, schön, okay. Und ist halt, also das ist Mercedes, also deswegen fahre ich Mercedes, weil das einfach Mercedes-Qualität ist. Der hat nie Probleme, der fährt 1A, auf das Auto kann man sich verlassen. Und ist halt mein Alltagsauto, mein Daily Driver. Was machst du mit dem 124er? Das ist tatsächlich so ein, ja, so ein Sonntagsauto, weil den 190er bewege ich tatsächlich nur zu treffen. Mir hat einfach das Modell vom 190er schon immer gut gefallen. Mhm. Also es war für mich schon immer eigentlich das kantige, eckige, war für mich schon immer, boah, das Auto möchte ich irgendwann einmal haben. Und dann habe ich 3 Wochen nach dem 18. gleich mir mein 190er geholt. Und das war dann eigentlich so, wo dann jeder gesagt hat, die hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Aber ich habe mein Ding gemacht und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil sonst war ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Und sonst hätte ich jetzt einfach nicht diese Leidenschaft. Geil. Und ich bin stolz drauf. Und das kannst du auf jeden Fall sein. Wir sitzen hier sehr, sehr gut. Jetzt sind wir gerade ein bisschen in den Kurven. Ich merke, das Fahrwerk ist schon auch ein AMG-Fahrwerk. Also es ist schon. Genau, also man kann auf alle Fälle mit gutem Gewissen mal ein bisschen schneller in Kurven fahren. Ja. Also geil. Macht auf alle Fälle Spaß. Also. Ich finde, beim 190er macht man nie was falsch und das werden uns wahrscheinlich auch viele, viele da draußen bestätigen. Die Community ist riesig und das auch zu Recht, weil diese Fahrzeuge sind einfach so gut konstruiert. Und das, wenn wirklich irgendwas ist bei den Autos, man repariert das eigentlich immer ja, sehr kostengünstig, sag ich jetzt mal. Total, man kann das sehr, sehr gut reparieren, ja. Und sogar selbst machen, so wie du. Lass doch mal jetzt hier nach links fahren und vielleicht mal nach diesem kleinen Weg probieren, wie viel Rallye-Gene in dem 190er so stecken. Richtig Gummi geben. Du fährst ihn so, wie du möchtest, ja? Das ist dein Auto. Bis in den Begrenzer haut sie den hier. Guck mal, hier sind wir schon auf über 100, 110, 20. Stark. 136 PS hast du gesagt. Ja, aber er geht nicht schlecht. Sie haben gut eingefahren, sagen wir mal. Also ich wollte gerade sagen, das Auto weiß, wofür es gebaut wurde normalerweise. Ja? Weil schön. Ich fahre tatsächlich, also ich bin halt immer so der Meinung, dass man, wenn die Autos alt sind, aber die kehren ab und zu mal einfach richtig warm gefahren, damit wieder alles einmal hergenommen wird. Ja, okay, die DTM-Gene nehmen wir ihm ab. Schauen wir, ob die Bremsen genauso sind. Ich wollte gerade sagen, die Bremsen sind aber auch sehr gut noch, ja, was? Stark. Ja, die sind neu. Ich kann das jetzt 3 Stunden lang mal. Rauf und runter, die gerade. Ach, herrlich. Das ist doch geil. Vor allem, wenn man der Stern fahren drauf. Ich habe es euch versprochen. Ein ganz, ganz besonderer 190er. Ein richtig cooles Auto, Lea. Mega Tag gewesen, wirklich. Absolut, hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wenn ihr Spaß hattet, dann bitte unbedingt das Video liken und bestmöglich natürlich auch noch den Kanal abonnieren, denn verpasst ihr kein Video mehr von meinem Mercedes. Viel, viel wichtiger aber noch, ich kann mich nur wiederholen, wenn ihr ein Mercedes in eurer Garage habt, mit einer ganz, ganz besonderen Geschichte, bewerben, bewerben, bewerben. Wir kommen bei euch vorbei. Wir hatten jetzt schon ein paar ältere Modelle. Es darf auch mal gerne wieder was Neueres sein. Und dann freuen wir uns. Dann sehen wir uns. Wir beide hören jetzt aber erstmal noch den Sound der 80er und 90er. Stilecht hier in unserem 190er. Und sagen Tschüss. Macht's gut.